Mein Name ist Emil Sandkuhl. Ich bin der Ausbildungsleiter der Internationalen Qigong-Vereinigung. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich schon darauf, gleich mit Ihnen zu üben, weil ich weiß, dass das unserer Gesundheit gut tut. Wir werden heute eine Übung kennenlernen, die gut für das Lymphsystem ist. Das Lymphsystem hat drei wesentliche Aufgaben. Erstens, es ist ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems und trägt Mitwirkung an der körpereigenen Abwehr. Zweitens, das Immunsystem reguliert das Flüssigkeitsvolumen zwischen den Zellen. Diese Flüssigkeit ist die Lymphe. Sie wird dem venösen Blutkreislauf zugeführt. Und drittens, das Lymphsystem transportiert Nahrungsfette. Die Lymphgefäße laufen in den Lymphknoten zusammen. Hier wird die Lymphe gereinigt und von Krankheitserregern, Fremdkörpern und Zelltrümmern befreit. So gereinigt wird die Lymphe von den Lymphknoten über große Sammelbahnen weitergeführt. Soweit nun die Theorie, widmen wir uns jetzt der Praxis.